Mit unserer neuen Beschaffungsleitlinie wollen wir qualitativ hochwertige Bioprodukte beschaffen, die aus dem Umland kommen. Sprich, bioregionale Produkte wollen wir verstärkt auf unseren Tellern haben, um damit auch unseren Verbraucherinnen und Verbrauchern nachzukommen, die verstärkt eben beides wollen. Gesunde, ökologisch erzeugte Bio-Lebensmittel, die aus dem Umland kommen. So spart man sich lange Transportwege, die Lebensmittel werden noch qualitativ besser und wir sparen natürlich unheimlich viel CO2 durch kürzere Transportwege. Das ist Klimaschutz mit Messer und Gabel. Unsere Beschaffungsleitlinie sieht vor, dass man zunächst quasi als Goldstandard bioregionale Produkte einkaufen soll, die ein entsprechendes Siegel des Bayerischen Landwirtschaftsministeriums tragen. Wenn die nicht in ausreichender Anzahl verfügbar sind oder das Produkt eben nicht verfügbar ist, dann ist unsere zweite Wahl ein Bioprodukt mit einem entsprechenden Herkunftsnachweis. Und wenn diese Produkte nicht verfügbar sind, dann ist unser sogenannter Bronzestandard ein reines Bioprodukt. Das sind Produkte, die eben von Betrieben stammen, die noch nicht dieses Siegel haben, die aber entsprechend produzieren und die dieses Siegel rein theoretisch haben könnten. Wir nehmen hier einfach dieses Bio-Siegel mit seinen Vorschriften analog zur Anwendung und dann haben wir eigentlich das Gleiche, nur eben noch nicht mit diesem Siegel. Das ist ja noch ein sehr junges Siegel. Das heißt, wir setzen darauf, dass wir in den nächsten Jahren so viele Betriebe in Bayern haben, die dieses Siegel tragen, dass unser sogenannter Silberstandard Makulatur wird. Wir möchten Erfahrungen sammeln und auch eben dieses Siegel entsprechend abwarten, bis es wirklich greift, dieses Bio-Regio-Siegel des Bayerischen Landwirtschaftsministeriums und haben deshalb erstmal vor, in einem ersten Schritt 30% der Fleischprodukte entsprechend einzukaufen, bei den städtischen Empfängen bereits 100%. Und wir wollen noch Erfahrungen sammeln über Pilotprojekte in Kitas, Schulen und bei städtischen Gesellschaften. Unsere Erfahrung, die wir bereits jetzt seit vielen Jahren sammeln, München ist ja schon seit 10 Jahren Biostadt, zeigt, dass Bioessen, gesundes Essen nicht wesentlich teurer sein muss. 32 Cent ist die Größe, die wir kennen, dass das Essen in den Kitas teurer wird, wenn sie ausschließlich Bio-Lebensmittel verwenden zur Zubereitung. Wir unterstützen durch Beratung, das ist das Referat für Gesundheit und Umwelt, und es gibt einen sogenannten Küchenplaner für Kitas. Da kann man genau eingeben, was soll das Essen kosten, wie soll es zusammengesetzt sein, und dann gibt unser Programm einen entsprechendes Rezept, stellt es zur Verfügung. Und saisonal ist auch noch ein wichtiger Punkt. Solange man saisonal auch verstärkt die Lebensmittel kauft, dann sind die einfach auch nicht so teuer. Wir möchten unsere Marktmacht als große Metropole mit 1,5 Millionen Einwohnern verstärkt nutzen, um die Erzeugung auch im Umland entsprechend umzustellen. Dann hat jeder was davon. Unsere Verbraucherinnen und Verbraucher, der Erzeuger, der einen größeren Markt bekommt, und natürlich die Natur, die weniger Düngemittel erhält durch eine verstärkt ökologische Landwirtschaft. Die Erzeuger, wenn sie im Umland sind, dann wäre mein Wunsch, dass so viele wie möglich sich dieser sehr guten Idee des Bayerischen Landwirtschaftsministeriums anschließen. Meistens erzeugen die Bioerzeuger im Münchner Umland bereits nach diesen Vorgaben. Es geht nur noch dieser letzte Schritt, den zu tun, damit wir als öffentliche Hand einfach dieses Zertifikat bekommen, das wir für eine Vergabe brauchen.